Arik und seine Gefährten haben zuletzt die Beute aus Kräghold sortiert, poliert, verkauft, eingetauscht, umgeräumt und so weiter und so fort. Und dann geht's jetzt an die nächste Windrose. Und jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob meine Söldner irgendwas bekommen können von dem Kram, den ich noch nicht verkauft habe. Aber ist mir jetzt egal. Die Helden sind ausgeruht und drängen auf neue Abenteuer. An den Kräghold-Klippen war ich und sonst war ich auch überall, bis auf hier im Akt 4 auf der Grabinsel. Deswegen geht's jetzt auf in die Weißmark. Und da habe ich nur die Option, nach Stahlwart zu laufen. Also bitte. Deine Gruppe gilt für die Weißmark-Inhalte als erfahren. Wenn du möchtest, kann die Schwierigkeit der Hauptquest erhöht werden, um dich stärker zu fordern. Die Belohnungen, die du erhältst, bleiben gleich, egal welche Option du wählst. Du kannst deine Wahl später nicht mehr ändern. Ich habe das schon einmal gemacht. Das war, als ich an der Ulmenküste war. Und das ist mächtig viel schwerer geworden. Und ich würde das durchaus machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich keine besseren Belohnungen bekomme, dann habe ich echt allmählich überhaupt keine Lust mehr, das zu tun. Ich hätte dann ganz gerne schon ein bisschen mehr Kupfer, auch wenn ich das Kupfer gar nicht ausgebe. Aber nein, liebes Spiel, wenn du mich nicht irgendwie hier ausgleichst, dann bleibe ich beim Standard. Du brichst nach Stahlwart auf. Die Weißmark erhebt sich in der Ferne. Sie erstreckt sich, soweit das Auge sehen kann, nach Norden und Süden. Sie winkt dich herbei mit Gipfeln wie gebrochenen Fingern. Die Straße verengt sich zu einem zerfledderten Band und der Schatten der Berge fällt auf deinen Weg. Du hast den Aufstieg kaum begonnen, als der immer dunkler werdende Himmel Hagelkörner auf dich herabwirft und den Boden unter deinen Füßen zu Eis werden lässt. Du stapfst weiter. Die Luft wird dünn und die engen Gebirgspässe peitschen die beißenden Winde wie Trichter an deinen Ohren vorbei. Ein Schneesturm zwingt dich 3 Tage lang zusammengekauert zu kampieren, während der Schnee sich um dein Lager sammelt. Endlich bessert sich das Wetter und du näherst dich Stahlwart unter einem klaren blauen Himmel. Aus dem Dorf ertönt ein Geräusch, hoch und scharf. Zunächst klingt es wie ein weiterer Eissturm. Als du aber an der Spitze der Kuppe anlangst und die Holztore des Dorfes erreichst, siehst du, was hinter ihnen liegt. Das ist nicht gut. Au, wei. Quest aktualisiert, Reise nach Stahlwart habe ich gemacht. Töte Darzier in Stahlwart. Wer ist denn Darzier? Wer bist du? Ein Dörfler und da oben sind irgendwelche großen Karte. Oh, das ist ein Ort. Oh ja, na dann. Wer bist denn du? Ein Felsoger und ein Felsoger-Kanonier, auwei. Attacke. Oh, der hat gerade diesen Zwerg zerschossen, dieser Dicke. Der spinnt wohl. Und Attacke. Und Attacke. Meine Helden haben 3 Tage lang in einem Schneesturm kampiert. Sie sind völlig ausgeruht. Hier gibt es 10 Kupferstücke. Und da gibt es einen Blutstein. Und die Festung hat sich mit Gefolgsmannzahltag gemeldet. Das ist mir egal. Ah! Schleicht mal, falls das geht. Jawohl. Dreht mal so eine Runde durchs Dorf. Da draußen sind irgendwelche Pilze, da muss ich noch ein bisschen pflücken gehen gleich. Attacke! Haut ihn, lass die Fetzen fliegen! Attacke! Und Attacke! Was gibt's hier? Ogerbröckchen? 2x Opal, 2 Perlen. Weiterschleichen. Ja, das ist kein großes Problem für die Helden. Ich bin tatsächlich offenbar zuerst in die falsche Richtung getapst. Ich hätte die Belagerung von Kräghold erst später machen sollen. Weil das war ja richtig hart.
Das hier ist hingegen relativ leicht. Aber die Helden haben es ja geschafft. Und sind jetzt umso vorbereiteter hier für Stahlwart. Zwei Wolfshäute. Weiter geht's. Das ist ein Hafen. Dann hier weiter. Da ist der nächste Felsoger. Bumm. Hihihi, übernommen. Schön. Attacke auf den da. Auch übernommen. Attacke auf den da. Und auf den. Und auf den da, auch wenn er noch übernommen ist für 7 Sekunden. Hey! Danke. Da hat die Hälfte der Helden gar nicht mitgemacht. Es gibt einmal einen Trank des Geisterschilds. Paladina. Ogerblut und ein bisschen Kupfer. Alle schleichen. Ah, hier gibt es einiges zu plündern. Aber das mache ich mal ganz am Ende, oder? Obwohl, das ist jetzt hier so eine Karte einer Stadt. Wenn dann der Kampf vorbei ist und hier wieder die Einwohner herumlaufen, dann gilt das womöglich als Stehlen, weswegen ich das jetzt machen sollte. 5 Fisch und einmal Adraban. Und da oben gibt's dreimal Brindwinbahn. Das kenne ich gar nicht. Diese kleinen, flauschigen Blumen wachsen im kalten Klima der Vorgebirge der Weißmark. Die Blütenblätter sind zwar weiß, doch die mittlere Blüte ist gelb- und lavendelfarben und sticht aus dem Schnee heraus. Manchmal kommen Granfatana aus dem Wald gereist, um die Blumen für spezielle Zeremonien zu sammeln. Die Einheimischen von Stahlwart haben den Namen von den freundlicheren Mitgliedern der Stämme erlernt. Was ist das? Rüngerbeeren. Rüngerbüsche sind extrem widerstandsfähig und in den Bergen der Weißmark selbst in recht großer Höhe zu finden, wo sonst kaum etwas gedeiht. Die Beeren sind extrem bitter und führen zu Übelkeit und Erbrechen, wenn man zu viele von ihnen zu sich nimmt. Für die Siedler sind sie dennoch wichtig, da sich eine leuchtende und waschechte rote Textilfarbe daraus herstellen lässt. Aha. Gut. Karte. Jetzt bin ich da unten und geht mal hier. Am Stadttor lang. Felsoger, Attacke. Bumm. Oh, eine größere Gruppe. Arlot, willst du mal zaubern? Mach mal. Wumm. Nochmal. Duranz, mach mal den da. Alle hier auf den. Und auf den. Ah, er hat eine Wunde. Bumm. Oh, Itomak bewusstlos. Wie gemein. Wie gemein. Bumm. Kriegsführer Darzier. Ach, das ist der Chef von Sianze. Dann Winterwolf, der ist zwar übernommen für 13 Sekunden. Okay, dann erstmal auf den anderen. Arik, wird's noch was? Danke. Jetzt auf den hier. Bumm, danke. Auf, wer bist du? Darzier ist übernommen. 11 Sekunden lang. Attacke auf den Felsoger-Kanonier. Jetzt werdet ihr von eurem eigenen Boss verdroschen. Und Attacke. Er ist nicht mehr beherrscht, er ist verwirrt. Na gut.
Und Attacke. Da gab es Ogerbröckchen. Da hat sie es gefallen. Und da gehen sie stiften. Feiglinge. Wer bist denn du? Er hat einen blonden Bart. Du, Renengild hat nach dir geschickt. Sie wird mit dir sprechen wollen. Ihr Haus ist gleich hier vorne. Neben der Gräfenrast. Der Bote keucht und wedelt den Rauch vor seinem Gesicht weg. Stahlwart, viel positiv. Katie's house is burning. Hurry, they're both in there. Töte Darzia in Stahlwart, habe ich gemacht. Sprich mit Renengild in ihrem Haus. Karte. Okay, das war's hier mit dem Angriff. Aber bevor die Kollegen hier in ein sicheres, gemütliches Haus gehen. Ah, die löschen jetzt. Hihi, süß. Fresh fish, freshly caught. Ey. Beim Bild, das er hat mich gesehen. Wie angesehen. Was? Ah. Was ist mit dir los? Wieso rennt der weg? Weil Arik ihn angesehen hat. Schleich mal, was gibt's hier? Ein Dutzend runde Augen starren kläglich aus den weggeworfenen Köpfen des heutigen Fangs, die in einer stinkenden See aus Flossen und Innereien schwimmen. Ihhh. Die Fischreste durchsuchen. Deine Hände stoßen auf etwas Rundes und Fleischiges, so groß wie eine Melone. Es ist glatt und schuppenlos und scheint zum Teil mit Haaren bedeckt zu sein. Ein weggeworfener Kopf. Vielleicht aber nicht der eines Fischs. Okay. Also weil dieser komische Fischhändler sich jetzt so komisch verhalten hat. Ein komischer Fischhändler verhält sich komisch. Ihr wisst, was ich meine. Zieht Arik mal hier diesen Kopf aus diesem Fass. Gegen den Kopf pieken. Okay, gegen den Kopf pieken. Der Kopf rutscht weiter in die schleimigen Tiefen des Fasses hinab. Okay, den Kopf herausziehen. Du packst den Kopf mit beiden Händen und beginnst ihn aus dem Fass zu ziehen. Plötzlich rutscht er dir aus den Händen, als der Besitzer des Kopfes aus dem Fass springt und dabei Fischstücke auf den Marktstand niederregnen lässt. I. Zahua. Der Mann, der aus dem Fass gesprungen ist, steht vor dir und blickt dich an. Bis auf einen Lendenschurz ist er nackt und voller Fischeingeweide. Er ist von Kopf bis Fuß mit Narben bedeckt, Biss- und Stichwunden und den dornigen Spuren von Peitschenhieben. Die meisten sind verblichen wie alte Erinnerungen. Dennoch ist der körperliche Zustand des Mannes bemerkenswert. Die schlaffe Haut an seinen Flanken und Ellbogen ist das einzige Anzeichen seines fortgeschrittenen Alters. Sein Gesichtsausdruck ist seelenruhig, doch der Rest von ihm scheint auf alles gefasst zu sein. Du musst Zahua verzeihen, ich habe dich nicht erwartet. Er blickt dir zunächst in die Augen, doch sein Blick schweift herum und erfasst unterschiedliche Stellen deines Gesichts, als wäre er von neuen Entdeckungen abgelenkt. Wenn er verunsichert sein sollte, lässt er es sich nicht anmerken. Was hast du in diesem Fass getan? Zahua kratzt sich beunruhigt die Stirn. Ich dachte, ich würde meine Augen ausruhen. Ich warte, dass das Malkachoa mir Klarheit bringt. Er schüttelt den Kopf. Offenbar bin ich eingenickt. Wie kann man denn in einem Fass voller Fischeingeweide einnicken? Vor allen Dingen, während Ariks Finger an dem Kopf herumpieken. Boah. Gut, dass mein Meister nicht mehr am Leben ist, um das zu sehen. Zahua blinzelt und beugt sich vor, um dich besser sehen zu können. Seine vergrößerten Pupillen scheinen seine fahlen Irisse zu verdrängen. Bist du real? Lügen. Nein. Arik findet diese ganze Situation derartig skurril, dass er sich in einen seltsamen Humor flüchtet und antwortet: Jetzt, wo du es erwähnst, bin ich mir gar nicht so sicher. Dann lassen wir die Angelegenheit vorerst ruhen, bis das Malkachoa abklingt. Malkachoa? Ein kleiner weißer Pilz. In diesen Landen nennt man ihn Schneekappe, wie mir scheint. Ah, okay, Arik weiß Bescheid. Er kann das wahre Wesen vieler Dinge offenbaren. Du hast einen Meister, sagtest du? Der Mann verfolgt einen unbewussten Blick auf seine Narben. Er lächelt höflich. Ein Lehrer, kein Besitzer. Zahua ist ein freier Mann. Nun, so frei wie wir alle eben sind.
Ich verstehe noch immer nicht, was du in diesem Fass wolltest. Ich habe mich von der Eitelkeit befreit. Das klingt logisch in einem Fass voller Fischeingeweide. Und dabei wurde auch der Verstand amputiert. Sag mir, wie kann man eitel sein, wenn man im Geruch toter Fische gebadet ist? Okay, das ist ein Argument. Seine Augen funkeln stolz auf. Antwort 4, es hilft, wenn man so hübsch ist. Das ist eine Beleidigung. Oh weia. Aber Arik sagt, die Narben sind vermutlich genauso wirkungsvoll. Ich hatte diese Idee, als ich diesen Weg entlang kam. Ich bin mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden. Er lächelt einer Frau zu, die angewidert zu ihm blickt, als sie vorbeigeht. Durch die Ablenkung stolpert sie über einen Stein und fällt fast auf ihr Gesicht. Er klatscht in die Hände. Er lacht triumphierend. Ja, sehr zufrieden. Beschmierst du dich immer mit Fisch? Sahua lacht. Gott, nein, was für eine Art, die Welt zu bereisen. Üblicherweise beschmiert man sich mit Asche der Toten. Aber hier verbrennt man die Toten nicht, also muss ich mich mit dem abfinden, was das Land bietet. Er hält die Nase in die Luft und schnuppert. Die Kälte scheint den Geruch zu besiegen. Er bleibt verborgen. Enttäuschend. Diese Narben stammen aus dem Kampf? Zahua blickt an seinem Körper hinab. Vom Kampf, ja. Ich habe sie meinen Feinden zugefügt. Er deutet auf mehrere vernarbte Stellen an seinem Körper. Diese gingen gegen die Furcht, diese gegen das Vergnügen, diese gegen den Hass. Diese hier unten gegen Gier und Zweifel und diese, er deutet auf sein Gesicht. Diese gegen die Eitelkeit. Du hast dir diese Narben selbst zugefügt. Ich kann sie mir nicht alle zuschreiben, aber die meisten guten stammen von mir, er schmunzelt. Ich habe sie mir im Kampf zugefügt, um mich daran zu erinnern, was real ist und was nicht. Unsere schlimmsten Feinde sind Hirngespinste, Vergnügen, Furcht. Wenn wir sie als das erkennen, was sie sind, werden wir unbezwingbar. Und das hast du vollbracht? Ich stand kurz davor, aber immer nur für einen kurzen Augenblick. Im Augenblick der schlimmsten Schmerzen wird die Welt klar. In diesem Augenblick bin ich jedem gewachsen. Er nickt langsam und überzeugt. Deine Wunden müssen dir großes Leid verursacht haben. Natürlich, ich habe Glück, so viel gelitten zu haben. Hätte ich nicht gelitten, würde ich nicht danach streben, mich davon zu befreien. Ich würde von einem unbefriedigenden Ziel zum nächsten wandern. Mehr Reichtum, einen besseren Stand. Meine Seele würde verkümmern. Aber einen Ort zu suchen, den das Leid nicht erreichen kann, das ist Lab für die Seele. Es härtet sie gegen die Elemente. Er ballt zur Illustration die Fäuste. Das Leid ist das größte Geschenk, das die Götter uns je gemacht haben. Ihre schönste, perfekte Schöpfung. Es ist die Hand, die das Rad dreht. Seine Augen glänzen, als würde er einen alten, geliebten Freund wiedersehen. Du siehst nicht aus, als kämst du aus dieser Gegend. Ich habe unweit von hier ein Kloster besucht. Es stand leer. Doch als ich es verließ, traf ich einen Boten. Er trug einen Hilferuf bei sich. Da ich erkannte, dass er in dem Kloster keine Mönche finden würde, ging ich an ihrer Stadt. Zahua ist nicht mehr jung, aber im Kampf ist er immer noch der größte aller Takan. Also ging er. Stahlwart hat auch mich angeheuert. Er zuckt die Schultern. Ich würde nicht sagen, dass ich angeheuert wurde. Ich will keine Bezahlung und ich verspreche keinen Erfolg. Ich habe einen Pfad gewählt und mein Lohn besteht darin, ihn zu beschreiten. Er verzieht unruhig das Gesicht. Und diese Festung, Durgans Batterie, ihre Bewohner sind fort. Zahua möchte wissen, warum. Wenn du auch die weiße Esse suchst, ich könnte die Hilfe eines erfahrenen Kriegers brauchen. Zahua legt den Kopf in den Nacken, den Blick auf den Himmel gerichtet. Er bleibt reglos stehen, wie verzaubert. Schließlich blinzelt er, als würde er erwachen und blickt wieder zu dir. Er zuckt fröhlich die Schultern. Wer schwimmen will, darf nicht mit der Strömung streiten. Wir sind hier, zusammen, in diesem Augenblick, weil eine perfekte Macht es so wollte. Wer ist Zahua, das zu hinterfragen? Er blickt dir direkt in die Augen, diesmal schweifen sie nicht ab. Ich begleite dich, solange die Götter es wünschen. Ach, das ist ein Gefährte, auweia. Lass uns aufbrechen. Ich habe einen neuen Gefährten entdeckt. Und zugegeben, ich würde ihn ziemlich gerne mal...
ausprobieren. Auch wenn ich den total schräg finde, aber der passt zu Durans. Insofern alles gut. Was ist der eigentlich? Er ist ein Mönch, so wie Arik. Ja, das findet Arik vom rollenspielerischen Aspekt her natürlich jetzt hochgradig interessant, mit diesem komischen Mönch sich zu unterhalten. Aber wen lasse ich stehen? Am ehesten Palegina, oder? Weil er auch ein Nahkämpfer ist. Die Frage ist nur, was hat Palegina in ihrem Gepäck? Sie hat da nichts, was ich nicht unbedingt jetzt brauche. Ja. Palegina wird mal weggeschickt und ich nehme Zahua mal auf. Bumm. Und dem ist nicht kalt, auweia. Und jetzt schaue ich mir mal an, was der überhaupt hat. Er ist ein Mönch, jawohl. Stufe 12 Mönch, er ist genauso erfahren wie Arik. Hoffentlich ist er auch genauso geskillt. Philosoph. Ja. Heimlichkeit kann er nicht. Überleben kann er ziemlich gut. Aktive Effekte, Tapferkeit des Bären. Aha. So, was kann er denn? Kämpfergeist. Alle Menschen besitzen einen unbezwingbaren Geist, der umso stärker wird, je aussichtsloser die Lage ist. Wenn die Ausdauer eines Menschen auf unter 50% fällt, erhält er einen Bonus auf Genauigkeit und Schaden. Das ist gut. Kraft der Qual, das kickt denjenigen weg. Das ist... Ich hätte lieber im Griff der Qual. Das kann er aber auch, das ist gut. Er kann außerdem Eisenrad. Was ist das? Der Schmerz seiner Wunden ermöglicht es dem Mönch, Schadensreduktion gegen erlittene Angriffe aufzubauen. Aha, okay. Verwurzelter Schmerz, das hat Arik, glaube ich, auch. Ja, das ist das mit der Schockwelle. Neue Kraft, das ist das aus der Athletik. Betäubungsschlag, das kann Arik nicht. Ein Schlag gegen den Kopf, der die Reaktionsfähigkeit der Feinde beeinträchtigen soll. Feinde, die von einem erfolgreichen Angriff betroffen sind, werden benommen. Mhm. Und überwältiges Leiden Rang 4, das kann Arik auch. Ja, das wird interessant mit zwei Mönchen in der Gruppe. Das wird sehr, sehr interessant. Waffenschwerpunkt Bauer hat er auch. Das ist auch sehr gut. Plus 6 Genauigkeit bei unbewaffnet. Zwei Waffenstil, das ist Quatsch. Oder? Der kämpft ohne Waffen. Was will er mit zwei Waffenstil? Weniger Wunden. Ja, senkt die Wundresistenz. Tapferkeit des Bären. Anfälliger Angriff. Charaktere verlangsamen ihre Nahkampfangriffsgeschwindigkeit, um einen Teil der Schadensreduktion ihres Feindes zu umgehen. Und Kasteiung der Seele. Gut. Also der ist gar nicht so schlecht geskillt, glaube ich. Er ist natürlich ganz, ganz mies ausgerüstet. Er hat ja gar nichts. Was ist das denn hier? Er hat Mönchskleidung. Und er stinkt nach Fisch. Was ist das hier? Gutes Kriegsbeil. Guter Säbel. Also mein Lieber, das wird alles, sag ich mal, hier entsorgt. Dieser ganze Kram. Er, also seine Waffen, das fliegt alles weg. Auch diese Mönchskleidung, die wird irgendwo weggetan. Er wird einmal durchs Hafenbecken gezogen, durchs kalte Wasser. Was wird er als Mönch aushalten? Und ist dann hoffentlich nicht mehr ganz so stinkend und bekommt jetzt was anderes angezogen. Habe ich noch eine gute Rüstung für einen Mönch? Fragezeichen. Was habe ich denn hier? Diese Bling-Bling-Rüstung hätte ich. Die ist gar nicht schlecht. Aber die wird ihm überhaupt nicht gefallen. Das ist mir aber egal. Habe ich was Besseres? Elard Dur. Schadensreduktion 12. Puhuhuhu. Mantel der schlechten Bezahlung. Entschlossenheit. Das wäre auch ein Kandidat. Das eigentlich auch. Hirbels Schutzhaut. Das ist zu wenig. Bleit Golan auch. Das ist auch zu wenig. Gäbe Wahrnehmung. Ah, nee. Das sind alles leichte Rüstungen. Das hier ist eine Rüstung. Ach, das ist Palaginas Rüstung. Nee, nee, nee. Die bekommt er nicht. Schaden gegen flankierte Ziele. Nee. Hand und Schlüssel. Nein. Das ist Edeas alte Rüstung. Nee. Also von denen hier suchst du dir eine aus. Was hast du denn da am besten? Also von der Schadensreduktion her ist eigentlich der Mantel der schlechten Bezahlung das Mittel der Wahl.
Der hat auch plus 2 Entschlossenheit, was nicht verkehrt sein kann. Und ich würde sagen, ja, genau das. Mantel der schlechten Bezahlung. Das passt auch zu einem Mönch. Zack. So, das wandert wieder weg. Was habe ich noch? Waffen brauchst du ja nicht, aber du bekommst in das Fernkampfwaffenset. Kannst du mit Arkebusen oder irgendwas gut umgehen? Ein Bauer kann umgehen mit einem Jagdbogen. Ich habe leider keinen guten Jagdbogen. Nee. Dann nimm eine Pistole in die Hand. Ins zweite Waffenset. Und dann hier den ganzen anderen Kram. Ich hätte hier noch eine Straßenräuberkutte. Das passt zu dir als Mönch. Grandfatalische Jagdstiefel? Nee. Verteidigung? Nee. Reflexe? Ausweichen ist nicht verkehrt. Wobei plus 2 Reflexe ist ja so gut wie nichts. Tja. An Stiefeln ist die Auswahl nicht so riesengroß. Marlinas Stiefel wären vielleicht auch eine Variante. Dann irgendwas an die Hände. Das hier gäbe dir Macht. Wobei, eigentlich kannst du mal das da ausprobieren. Das Bluttestament, ja. Aus rollenspielerischen Gründen. Einen Gürtel hätte ich dir noch zu geben. Diesen da vielleicht. Holzhaut. Das wäre eine Option. Erstmal anlegen, bitte. Das, das und das. Wenn ich Palegina dann nicht mehr in der Gruppe habe, müsste ich ihren Kram auch mal abnehmen. Dann kann er noch ein bisschen was anderes benutzen. Wenn ich der Meinung bin, dass ich ihn behalten möchte. Irgendwelche Ringe kannst du auch noch bekommen. Aber was habe ich da? Schutz. Schutz ist eigentlich nicht verkehrt. Zweite Chance. Ja, das klingt auch gut. Nimm mal die. Zack und zack. Und den Mantel kannst du noch kriegen. Was hätte ich denn da? Nee, nur Kämpfer. Abwehr. Ach, nee. Oder auch sowas. Verteidigung gegen Zauber. Ach, das ist schwierig jetzt. Minolettas kleine Fluggeschoss ist auch nicht verkehrt. Ach, zieh den mal an. Ich will den mal ausprobieren. So. So siehst du jetzt aus, mein lieber Zar. Wie heißt du? Zahua. Gut. Und hier gab's noch was, Arik? 6-mal gedörrter Fleckenrückenbarsch. Fleckenrückenbarsche kommen in den kalten Wassern der Weißmark sehr häufig vor. Ihr mageres Fleisch macht sie perfekt zum Pökeln und Dörren. Die Dürrwäldler salzen ihren Dörrfisch häufig, während man die Fleckenrücken in Stahlwart in dünne Streifen schneidet und sie räuchert. Interessant. Mehr gibt's hier nicht. Karte? Ja, da oben ist irgendwo Rennengilds Gräfen. Ne, hier, Rennengildshaus. Da soll ich rein für die Hauptqueste. Aber ich werde erstmal hier eine ausgedehnte Runde durch Stahlwart drehen. Und genau damit geht's dann weiter im nächsten Teil. Bis dahin.